Hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter. Zum ersten Teil des Reisevlogs 2021. Ich freue mich. Hier Gepäck. Hab Gepäckertasche, hab Gepäckerrucksack, hab Gepäckerrucksack. Navi, alles dabei. Wo geht's hin? Es geht in die Alpen. Es geht ans Dübbelsjoch, es geht ans Stifterjoch, es geht an Jaufenpass, es geht an Gaviapass, es geht ans Pernserjoch, es geht an den Mendelpass. Es geht an die Passo Tonale, Bernina Pass, Flüjea Pass, Livigno und ganz viele andere, die ich jetzt noch vergessen habe aufzuzählen. Ja, es ist schon Anfang September. Bin mal gespannt, wie das Wetter heute sich hält. Ich fahre jetzt ungefähr noch 200 Kilometer Autobahn bis kurz vor Darmstadt. Und danach geht es durch den Odenwald und dann bei einem Kumpel übernachten in der Nähe von Heilbronn. So Leute, seht ihr das da oben? Es sieht ziemlich dunkel aus, es sieht ja ziemlich nach Regen aus. Ich wollte gerade auf dem Wetterradar gucken. Ja, wir kommen in Schlandland, kein Empfang. Wir haben gerade schon eine Pfütze. Ich überlege, was ich mache, ob ich durch den Schauer, der da kommt, durchfahre und hoffen, dass ich wieder trocken werde danach. Oder ob ich anhalten die Regenkombi anziehe. Es ist wahrscheinlich wie immer, wie man es macht, ist es verkehrt. Sieht man die Regenkombi an, ist es scheiße warm, weil bei 22 Grad ein Regenkombi ist... Wow. Ziehe ich die Regenkombi nicht an, tut es wahrscheinlich den Schauer des Jahres und ich bin komplett durch bis auf die Unterwäsche. Es sieht aber nicht so aus. Also das sieht durch das dunkle Visier, was ich drauf habe hier, ne? Sieht das aber noch ein bisschen dunkler aus. Klar, weil dunkles Visier und so. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich fahre durch. Es sei denn, es wird richtig krass, dann kann ich die Regenkombi unter der Autobahnbrücke oder an der Raststätte oder so immer noch rauspulen. Aber ich bin erstmal auf den Trip. Schauen wir mal. Okay. Ja, jetzt hat es ein paar Regentropfen runtergetan. Es sieht immer noch dunkel aus. Aber. Na, guck mal, wo wir jetzt dran vorbeifahren. Ja, 1 und 1. Outlet. ICE-Bahnhof Manderbauer. Willkommen in, ich glaube, das ist Rheinland-Pfalz. Genau, als nächstes kommt Limburg. Hier sind an den beiden ICE-Strecken, die hier neu gebaut wurde. Kann ich auch mal von Wikipedia nachher der Tourhunter aus dem Off mal ein bisschen was zu zitieren. Da sind nämlich einmal hier und dann 20 Kilometer weiter in Limburg ist noch ein Bahnhof. Es kommt daher, da das Land Rheinland-Pfalz und das Land Hessen jeweils einen Bahnhof an der ICE-Strecke haben wollten. Ja, deswegen, ne? Okay. Ja, Wetter ist so... Ich habe immer noch keine Regenkombi an, ne? Also, ich kann ja nachher mal die Kamera einschalten. Also ich habe es einmal in Österreich geschafft, wo ich 2019 da war. Regenkombi anziehen in 3,5 oder 4 Minuten. Da gab es aber auch einen richtigen Schauer, da habe ich mich untergestellt. Und das müsste echt schnell gehen. Da lag die aber quasi schon bereit. Jetzt ist die in der, im Rucksack drin. Dauert aber auch nicht lange. Jo. Ja, mal gucken, ob sie jetzt funktioniert, ob sie sich jetzt erbarmt dazu zu funktionieren, die liebe GoPro, oder nicht, ja, ist mir egal, mich kann heute nichts mehr schocken. Ja, ich habe ja vorhin geendet mit, ich plädiere mal drauf und zieh mal nicht die Regenkombi an. Ja, da bin ich an die Tankstelle ran, an die nächste, haben wir gedacht, habe ich das Regenradar geguckt, eine kleine Regenwolke gesehen, haben wir gedacht, ach, die wird schon nicht so viel machen. Habe ich mir gedacht, habe die Regenkombi oben rum angezogen, habe mir gedacht, ach komm, ja, wird schon nicht so schlimm werden. Es hat runtergehauen wie Sau. Also wirklich wie Wolken. Die ersten 5 Minuten hat die Regenkombi und die... Huchala. Ja, ich bin nicht mehr ganz so konzentriert. Hat die Lederkombi noch dicht gehalten, danach komplett durch. Also sitze ich jetzt seit ungefähr 5 Stunden mit nasser Unterhose auf dem Motorrad. Ich habe dafür gesorgt, dass ich die ganze Zeit warm bin, weil ich will nicht eine Blasenentzündung oder eine Erkältung davon kriegen. Wobei bei einer Erkältung braucht es ja nicht nur kalt, da braucht es ja auch noch Virus, ne? Deswegen hoffen wir mal, dass da kein Virus war. Dass ich zur Not morgen vielleicht ein bisschen Schnupfen habe oder am besten gar nichts. Weil so Corona-Symptome... Ich habe zur Not Selbsttests mit, so ist es nicht. Aber trotzdem, das will ich nicht im Urlaub. Da habe ich mich schon wieder richtig drüber geärgert, warum ich nicht die Hose mit angezogen habe. Ist ja nicht so, als hätte ich sie mitgehabt. Nein. Ja, was freue ich mich nachher aus der nassen Hose raus, ey. Naja, dafür sieht es hier schön aus. Schöne Landschaft. Wir sind jetzt im Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis. Also wir sind einmal quer über den Odenwald gefahren.
Wir sind einmal quer über den Odenwald gefahren, wollte eigentlich noch woanders lang, das habe ich mir dann geknickt und habe dann beim Kurviger Navi gesagt, weißt du was, der Punkt raus, mach direkt einen Weg nach Künzelsau zum Kollegen. Ich hatte dem 1845 gesagt, das wurde 1852 mit einer Umleitung, da habe ich mir gedacht, ja wie gesagt, weg damit, wir machen jetzt direkt einen Weg. Dann stand 18:15 Uhr oder so da. Und jetzt mit ein paar Pausen steht 18:36 da. Ich habe ihm gesagt, ich bin 18:45 da. Also von dem her, alles denn. Ui, nice Kirche. Aber heute keine Kirchenfotos. Ich fühle mich sonst noch fit. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen platt. Habe heute Morgen auch nur zwei Mettbrötchen gegessen und ein bisschen und einen Twix unterwegs. Aber heute Abend gibt es noch lecker Pizza und Bier. Also von dem her. Sagt man doch nicht nein, ne? Ach ja, aber trotzdem, ey, mich ärgert das. Dann funktionieren meine Heizgriffe noch nicht. Ich schneide auch noch mal ran. Weil morgen geht's auf den Flexenpass. Auf 1800 Meter. Da will man zur Not auch warme Hände haben, ne? Und auf dem Arlbergpass. Oh, schön. Ah ja, Ja, und warum habe ich dafür gesorgt, dass mir warm ist? Weil eine nasse Lederkombi macht Verdunstungskälte. Deshalb lieber die Lederkombi nass lassen und keinen Wind dran, bevor ich Verdunstungskälte kriege. Weil das wäre ganz schlimm. Dann fängst du dich nämlich an zu frieren und dann ist ganz vorbei. Dann lieber die ganze Zeit im eigenen Suff sitzen, als richtig kalt zu kriegen. Wie gesagt, das sind die ganze Zeit so 19, 20 Grad. Vorhin waren wir 15. Das ist alles noch okay, das ist alles nicht kalt. Da habe ich mir vorhin gedacht, ja komm, lässt du die ganze nasse Dings alles an. Ich will nur hoffen, dass sie bis morgen früh wieder trocken ist. Ich glaube, die nächste Tankstelle ist meine. Ja, aber ich merke schon, so richtig fit bin ich nicht mehr. Aber gut, ist ja auch verständlich, ne? 2 Stunden oder 3 Stunden durch den Regen gefahren mit dem Sportvorderreifen und die ganze Zeit geguckt und überlegt und gefroren und nasse Hose. Naja, hallo A81, Slattis Autobahn. Zwei habe ich 2 Tage Erkältung. Ganz schlimmsten Fall habe ich eine Blasenentzündung, davon gehe ich aber nicht aus. Ich saß schon so oft mit nasser Hose da, im Schwimmbad oder so. Bin ja nicht so empfindlich. Schön ist sie, ja. So, aber jetzt halte ich erstmal kurz an und mache mal an der GoPro das Display wieder an. So. Jetzt kann ich nicht mehr weiterhin gucken, was die GoPro so anzeigt. Kartenebenen. Tankstellen. Märchingen. Oder Malach. Mal gucken, was die Reserve sagt. Reserve an, kannst du bei der MC09 ungefähr noch, wenn du dir ganz viel Mühe gibst, 40 Kilometer fahren. 38 haben wir noch. Und ich will gleich auch noch was für YouTube holen. Richtig geiles, also eher für Instagram. Das ist. Das werdet ihr gleich sehen. Die hat mir so hergeguckt. Neckar-Odenwald-Kreis. Ja, genau. Hingheim. Mhm. Einfach mal irgendwelche wildfremden Leute grüßen, die da sitzen. Das mache ich schon mal gerne. Ja, mein Handy-Display funktioniert auch wieder. Muss ich nur noch meine Heizgriffe wieder in den Griff kriegen. Ich meine, ich hoffe, dass das Dings hier kaputt ist. Ich habe aber entweder die Sicherung oder Dings im Verdacht. Den Anschluss an der Masse, die habe ich so ein bisschen rangefriemelt. Dann muss ich bei dem Kollegen mir Notkolben leihen. Aber hier sah es die ganze Zeit so aus, wie als wäre nie was gewesen, ey. Boah. Naja. Diese Pech. Aber mein Hepco und Bäcker Rucksack hier habe ich vorhin aufgemacht, da kam erstmal eine ganze Schwalle Wasser mir entgegen. Also ist nicht wasserdicht, nicht so wie er jetzt drauf liegt. Ja, bei so Bussen immer aufpassen, die können ja nochmal abräumen. Ja, was macht der hier? Okay, der wird langsamer und biegt ab. Bei solchen Autofahrern habe ich nie so wirklich das Vertrauen. Weißt du, bei den Autofahrern nie, blinken sie jetzt oder fahren sie wirklich rum? Bin überrascht ob der Reichweite. Ja gut, aber ich bin auch im Touring-Modus unterwegs. Ja, ist aber fix unterwegs, ey. Der eilige Einheimische, wie man ihn immer so schön nennt, ne? Ja, aber ich ziehe immer mal die Nase hoch, gucken wir mal. Nix. Gut, bin ich zufrieden. Darf gerne so bleiben. Ey, Knieschleife, Kurve,
im Ort. Krasser Scheiß. Also gerade im Ort. Jetzt sind wir im Ort. In Ingelfingen. Also, Kreis Hohenlohe. Ihr habt geile Kurven hier. Pizza Express, Pizzeria. Ja, das gibt's heute auch noch. Hübsch hier. Hübsch hier. Puh, jetzt ist... Was, eine Ampel? Ist mir aber schon warm. Jetzt ist nicht das Wasser, was von innen nass ist, sondern der Schweiß. Oh. MC09 hat Reichweite entdeckt. Oh, hier mal tanken. Ja, war nötiges Tanken. 12, irgendwas Liter bei 14 Liter Tankinhalt. Ich war gerade auf Reserve gesprungen. Ja, aber 212 Kilometer Reichweite. Passt schon so, wa? So, Helm ist auch zu, das vergesse ich gerne mal. 3 Kilometer noch bis Künzelsau. Na guck. Schwäbisch Hall, Würzburg. Auf diese Steine können sie bauen. Schwäbisch Hall. Tja, ich brauche keine Bausparkasse. Ich bin Mieter und lege mein Geld woanders an. So, jetzt muss ich mal kurz die Packstation hier suchen gehen. So, ja, da ist was Geiles drin. Für YouTube. Vor allem für Insta. Mulfingen. Ja, genau. Ja. Bevor ich da gleich ankomme, muss ja nicht jeder sehen, wo der wohnt. Danke für heute, ich bin raus. Ciao.